So, meine Liebe, viele haben Husten, Schnupfen oder Husten, welche einfach bringt die ganzen Schleim und Gift nicht raus aus den Lungen. Denn viele sagen, hey, meine Füße, meine Hände sind kalt und Menschen haben Probleme, irgendwelche Gesundheit. Es gibt wunderbare Mittel, es gibt Schungiftfußbad. Den kannst du immer anwenden, beim jedem, beim Kind, beim Erwachsenen. Es gibt keine Nebenwirkungen. Einzige, was passieren kann, dass wenn ein Mensch nicht ganz stehen kann und laufen auf die Steine, die kann hinsetzen und im sitzenden Position das machen. Ich habe, glaube ich, schon ein Video darüber. Das kannst du einfach anschauen, wie ich gezeigt habe. Aber in diesem Schungitbad, du nimmst Beispiel 2 bis 3 Kilo Schungitsteine, Splitter, normale, nicht edel, normale. Gießt du Wasser? Und nimmst du heißes Wasser und gießt du immer wieder dazu Wasser, Temperatur soll steigen, weil die Kreislauf steigt sich und das, wir wissen, Fußsohle hat Reflexzone für alle inneren Organe, hat Verbindung von oben nach unten und dadurch erreichen wir alle unsere Organe und entgiften den ganzen Körper. Du kannst in diesem Wasser noch Senfpulver dazu nehmen, Natron, du kannst unterschiedliche Kräuter nach Gefühl, Eukalyptus zum Beispiel, Schalfei, dann Nadelbäume, einfach die Nägel vom Nadelbäumen nehmen. Einfach alles, was dich anspricht, in diesem Moment kannst du dazu geben und Fußreflexzone-Massage mindestens 15 bis 20 Minuten machen. Das kannst du jeden Tag machen. Einziger Nachteil, du musst dann deine Füße mit Natron richtig sauber machen, weil Schungit färbt. Es ist normal. Schungit hat vierte Kohlenstoffverbindung. Genau im Wasser lösen sich Fullerene auf, verbinden sich und durch die Poren erreichen unsere Körper. Und das ist gigantisch. Kein anderes Fußbad bringt die Stoffe vom Kräuter, vom Natron, vom Senf so tief in sich hinein und helfen dem Körper zu regenerieren. Deswegen auch dieses Fußbad einzigartig. Die Steine kannst du ein Leben lang verwenden, du musst die einfach sauber machen, die verbrauchen sich nicht. Auch kannst du solche Steine vom Wasser Anlage nehmen, Beispiel, es gibt schon Gizolit-Wasseranlage und die Filter würden wir immer wieder gewechselt nach 6 Monaten. Die Steine kannst du sammeln und dann für Fußreflexzone Massage verwenden. Es ist einfach genial. So, kann mit im gleichen Wasser 2, 3 Menschen Fußbad machen? Nein, weil das Wasser zieht die Gifte aus dem Körper raus und das muss man dann in Natur unter dir vielleicht Pflanzen gießen, Beispiel unsere Beete, weil danach wachsen die Kräuter oder unsere Gemüse und bringen uns die richtigen Stoffe, Informationen, welche wir brauchen. So, ich glaube, ich habe im Kurs alles gefasst und ich wünsche dir alles Gute. Ciao.